Weiter mit dem Siebenkampf, und wenn Sie im Hintergrund über das Stadion Mikrofon ein bisschen Beifall hören, das trifft das in erster Linie auf die Stabhochspringer zu, die ihren Wettbewerb gerade aufgenommen haben, respektive ihre Qualifikation, und da sprang eben, hat sie noch keine gezeigt. 6,18 Meter für Rudacik, das ist sicher ein bisschen wenig. Dann die Ukrainerin. Vierte war im Übrigen die WM-Fünfte von Stuttgart, nämlich Anja Gündler. Aber das war bei Anja Gündler im Übrigen eine große Überraschung. Sie hat ja auch eine Meniskusoperation hinter sich bringen müssen. Und dann dauert es, bis man wieder in Schwung kommt. Aber das war schon mal passabel, was Jana Lauren hier zeigte. Kubana, die ja durch Javier Sotomayor schon Gold in der Leichtathletik. Beim Start zum Siebenkampf, das war gestern, über die Hürden sehen. Jackie Joyner gegen die DDR-Athletinnen und die aus der Hier im Bild, dann zu sehen, noch als Mitfavoritin, Kirsten. Das sind die vier, hier haben wir die Weltmeisterin, die man am Ende vorne erwarten darf. Kommt Laurence Bibi aus
Frankreich und ganz außen Eva Piesecke. Kann sie sich noch nach dem Lauf ihres Clubkameraden und Landsmannes konzentrieren? Und dann die Französin Françoise Leroux. Ulrike Savary muss Vierte werden. Wie gesagt, die ersten vier aus vier Zwischenläufen kommen weiter, plus weitere Zeitschnellste. Nein, nur vier. Die ersten vier, klar, ins Halbfinale kommen ja dann nur insgesamt 16. So, jetzt gilt's für Ulrike Savary. Sie hat ja auch in diesem Sommer mal mit einer Verletzung zu tun gehabt, aber sie ist gut in Form. Aus Frankreich. 10:88, jetzt Ashford. Die gleiche Zeit heute Morgen. Florence Griffith. Zeit für Donovan Bailey. Jevgenia Stanova. Neue Sprunghöhe, Mr. 1,88 Meter getan. Nach bevor die 16 eine nach der anderen ausscheiden muss. Das dauert, das ist das Grund. 65, 414,21, Platz 7 im Moment. Mary Ellen Clark. Pauschenpferd in Prag bei der EM. Oh, hier schauen unsere Studiogäste von gestern zu. Links Peggy Liddick. Und Steve Nuno, das Trainerpaar aus Edmonton vom Dynamo Club. Dort, wo die Siegerin, die Zweifache der Goodwill Games, Shannon Miller trainiert. Und die beiden haben sie auch zur zweifachen Mehrkampfweltmeisterin gemacht. In den letzten beiden Jahren. Die erfolgreichste